Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GeoGuessr. Wir sind wieder in der Welt unterwegs. Letzte Folge in Indien. Das heißt, wir sind wieder in Europa. So viel haben wir nicht mehr. Wird langsam weniger. Gut, ich habe letzte Folge hier schon mal gezeigt. In Europa haben wir aber trotzdem noch ein paar Sachen. Wie zum Beispiel halt hier Andorra, Liechtenstein oder sowas. Die hier nicht abgebildet sind, weil die so verdammt klein sind. Da müssen wir manuell drunten draufklicken. Aber erstmal würde ich sagen, dass wir hier vielleicht dann trotzdem noch ein Land abarbeiten, was man hier noch sehen kann. Und das ist hier, glaube ich, fast Slowenien. Genau. 14.000 Punkte. 3 Minuten Zeit, alles erlaubt. Ihr wisst Bescheid. Rein da. So, und da haben wir schon die ersten Ortsnamen direkt beim allerersten Bild. Rajawas. Ich will es nicht falsch aussprechen, ne? Wenn, dann tut es mir natürlich leid. Nach der Ortschaft will ich schon gar nicht erst suchen. So, wir wissen, wenn wir jetzt hier nichts finden innerhalb der nächsten, sag ich mal, 2 Minuten, dann gehen wir einfach hier Return to Start und gucken, ob wir die Ortschaft finden. Aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier eine bessere Möglichkeit haben werden, einen Ort zu finden. Was haben wir denn schon mal hier? Okay, Sachen, die nicht interessieren. Hier haben wir, glaube ich, auch einen Ortsnamen. Special war's. Oh man, das könnte schwierig werden. Ich glaube, wir sind mitten einfach auf dem Land, wo halt zigtausend Dörfer sind und die zu finden ist halt wahnsinnig unwahrscheinlich. Diesen war es, ja. Leider das Falsche. Wenn wir kurz einmal grob rüberschauen, ob wir da sowas finden. Kann man sich ja gut merken, mit dem, mit dass zwei Wörter dann sind. Aber ich sehe hier nur ein einziges mit was, war es oder so hinten dran. Was heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal weiter reinzoomen und dann wird es langsam unübersichtlich. Da haben wir auch was. Ich glaube, wir könnten es vielleicht sogar versuchen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir sehr oft vielleicht. Ja, habe ich schon. Jetzt einfach nur von Dorf zu Dorf gehen würden. Die zu finden ist ja generell schwierig, also dass man dann direkt guckt. Dass man hier den Ort findet. Sind wir auch im richtigen Land? Ah, wir sind schon gar nicht mehr im richtigen Land. Nee, warte mal. Hä? Was ist die Hauptstadt? Ich dachte gerade, ich bin im anderen Land, ey. Mach doch nicht diesen. Dann gib mir ein gutes Was. Haben wir zweimal Dolga Was, wa? Das ist natürlich unhilfreich für mich, Doljena. Ich möchte ungern noch ein weiter reinzoomen. Weil dann wird es absolut unübersichtlich. Ich lege jetzt erstmal schon mal die Mitte drauf, damit wir es haben. Oh man. Ich glaube, wir fahren noch ein bisschen nämlich an, ne? Gut, hier sind wir nur die Ortschaft vorbei. Dann versuchen wir mal schnell hier durchzufliegen, sag ich mal. Ah, schnell ist auch eher anders. Und man weiß auch nicht, wann die nächste Ortschaft. Was stand denn da? Lol. Ist das jetzt die neue Ortschaft? Ach du Kacke, ey. 2 in 1 oder wie? Könnte unübersichtlich werden. Wo fahren wir lang? Wir bleiben hier weiter auf der Hauptstraße. Also es ist ja schon Dörrdorf, so sieht es aus. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal zwei Orte, tendenziell. Krisko, Krisko. Ja, das ist die Frage, wo man. Ja, okay, Zeit ist vorbei. Ich hätte schon sehr nah reinzoomen müssen. Uiuiui. Na, ne, dann ist okay. 476 Punkte sind natürlich nicht das, was ich mir jetzt erhofft habe, aber gut. Okay, das sieht wahnsinnig bergig aus. Und ich habe gerade eben schon beim Absuchen gesehen. Gut, hier sind auch Berge, aber hier sind krassere Berge. Ich drücke jetzt erstmal generell hier schon mal hin. Natürlich hoffen wir auf bessere Hinweise. Und wir fahren mal hier den Radfahrer hinterher. Das sieht echt wieder wahnsinnig schön aus vom Ausblick, muss ich sagen. Hier schön kleines Bächlein nebendran. Sind richtig große Berge mit ordentlich Wald. Hat einiges. So. Wie wär's aber hier mit ein bisschen Navigation? Sprich, mit ein paar Schilderchen. Wie wär das denn? Würde ich auch ganz viel von halten. Weil wir können uns ja sicher sein, dass wir wahrscheinlich irgendwo dann im Norden sind, wo halt die Berge dann in Slowenien anscheinend so groß sind. Also vermute ich jetzt mal. Das heißt, wir könnten das auch schon mal eingrenzen ein bisschen. Ne? Das ist ja gar nicht so verkehrt. Na komm, lass mich mal ein bisschen fixer voran hier. Sorry. So, geht wieder ein bisschen schneller. Bushäuschen hier ab und zu ist ja nicht verkehrt, aber das hilft mir. Ne, ist kein Bushäuschen. Nee. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine Karte. Ja, ich sag grad, ist das eine Karte?
Ich bin mir ganz unsicher. Kannst du ganz schwer erkennen. Scheiße. Ja, wir fahren in die andere Richtung. Ich sah gerade kurz an der Karte und dachte mir so, ja, vielleicht können wir da eine kleine Gemeinsamkeit auf der Karte hier finden. Aber naja. Aber es sah dann anscheinend auch nicht so aus. Das ist natürlich das Problem mal gefühlt hier, dass wenn du hier so in so Tälern unterwegs bist, gefühlt an kaum Schilder rankommst, ne? Das ist ein bisschen belastend. Na komm. Come on. Was stand da? Willkommen. Ja, willkommen wo denn? Bock. Ja, weiß nicht, ob das jetzt eine Hilfe ist. Das sieht mir eher nicht mal nach einer Ortschaft aus. Das sieht einfach nur so ein paar Häuserchen aus, die sich einfach hier einen Namen gegeben haben. Die werde ich natürlich nicht finden, jo. Oder warte mal. Irgendein Keller. Also ein kleines Wirtshaus oder wie oder was. Ich habe keinen Plan. Theoretisch sind wir eine Straße mit einem Bächlein nebendran. Wo könnte hier schon sein? I don't know. 40 Sekunden. Zeit wird knapp. Hinweise technisch ist auch knapp oder auch ziemlich rar gesät hier. Letzte Folge in Indien haben wir ja gute Tipps teilweise echt bekommen. Hier sieht es bisher eher schlecht aus. Aber ich sag mal so, es kommen ja auch noch drei weitere Runden. Alles drin. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier. Zack, 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 zack. Ist echt schön hier. Hat das auf jeden Fall. Wäre noch schöner mit ein paar Verkehrsschildern. Nicht Verkehrsschildern, so Vorfahrtgewehr und sowas bringt mir auch jetzt hier nichts, aber ich weiß, wie ich meine Ortsschilder. Na, 3 Sekunden. Also was ist mal schade, wenn man dann klickt für nichts und wieder nichts. War halt im Norden, wie vermutet, aber ich hätte vielleicht auch generell mehr mittig klicken müssen. Gut, 1000 Punkte, besser als gar nichts, würde ich sagen, ne? Okay, und das sieht doch schon mal direkt gut aus. Und wir fahren mal direkt hier hin, denn hier sehe ich ein gelbes Schild. Ja. Ich glaube, es lohnt sich danach zu suchen, nach den Ortsnamen hier. Weil das sieht ja etwas größer aus. Slowenia. Hauptstadt, guck mal, hier. Das ist doch die Hauptstadt. Wunderbärchen. Hier geht's nach Ormos. Frage ist, wo sich das befindet. Ist das weit weg oder wird das hier direkt vorne lokalisiert? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Und Maribor. Also in ich kann es nicht aussprechen. Also in der Hauptstadt sind wir auf jeden Fall selber, dann denke ich eigentlich nicht, weil da geht's ja dahin, wenn ihr wisst, wie ich meine. Hier ist auch nochmal ein Schildchen. Das ist gesperrt, aber das ist uns egal. Lenares Center. Ja, hilft mir nicht. Hilft mir nicht. Wir fahren hier trotzdem lang. Weil das sieht hier nach einem Ort aus oder einer Straße aus, wo vielleicht öfters mal solche Schilder kommen. Nee, das ist ja gar nichts, Junge. Lass mich mal wieder raus hier. Da ist ein Kreisel. Immer wenn ich ganz viele Flaggen sehe, von verschiedensten Ländern, dann denke ich mal direkt an Hauptstadt, weil hier vielleicht irgendwie so ein politisches Gebäude oder so steht, wenn ihr wisst, wie ich meine. Jetzt nach Lenare. Was steht denn auf diesem Schild? Das ist doch dann das, wo wir hin müssen, oder? Oder sehe ich das komplett falsch? Ich scrolle mal ein bisschen raus. Immer Gerard Rodgona und Lenar. Finde ich aus dieser Sicht jetzt gerade nicht. Schade. Minute auch nur noch, das ist jetzt langsam ein bisschen kritisch. Wir fahren mal hier rüber über die Brücke. Oh, aber schön hier. Also wirklich schön hier. Nice, nice. Schön mit der Brücke hier, schön mit dem Flüsschen. Jetzt frage ich mich, ob ich mich gerade zu hart rausgekickt habe hier aus der Innenstadt da. Na, wir hätten jetzt theoretisch einen Fluss, ne? Die Sava. Studenzen. Ja, ich kann nicht aussprechen. Studenten, irgendwie, irgendwas sowas. Das ist, ich glaube, wir sind nicht in der Hauptstadt, jo. Die Sava. Wir sind sowas von nicht in der Hauptstadt, glaube ich. Oh, fuck a DM. Oh, nee, ich mag das ja gar nicht, sowas. Wenn du gute Tipps hast und die nicht umwandeln kannst, absolut bescheiden. Ja, wo zum Geier ist denn auch Moss? Ich finde das nicht. Ich hätte das behauptet, dass das was Größeres sein muss. Aber ich bin anscheinend in eine Falle getappt. I don't know. Ja, Zeit ist jetzt vorbei. Ich drücke die Daumen, dass wir trotzdem in der Nähe sind. Und wir waren ganz und gar nicht in der Nähe. Verfluchte Kacke, ey. Ja,
Ja, da ist Ormos auch. Hätten wir sogar ab hier schon gesehen, muss ich sagen. Ja, Maribor wäre da. Ich hätte mal ein bisschen gucken müssen einfach, ey. Aber das ärgert mich jetzt. Wir waren selber in Ich bin jetzt mad. Ich habe einen guten Tipp einfach hart versaut gerade. Das ärgert mich. So, zwei Versuche haben wir noch. Und das ist doch jetzt ja auch nochmal ein richtig guter Tipp. Mann, ist die Stelle schon dran vorbei? Lol. Warte mal. Wenden sind wieder Schilder. Okay, und hier sind auch welche. Wir können kurz mal hier rüber. Das sieht gut aus. Wenn du sogar dann auch noch Anzeigen hast, wie viele Kilometer das entfernt ist. Okay, das nächste wäre Postonia. Da. Wunderbar. E61, das wäre dann, glaube ich, schon mal so richtig. 11 Kilometer ist sowieso also, ne, nah genug dran. Das passt mir schon. Wenn ich dann in die Richtung fahre, kommt in 12 Kilometer auch Yamagoreka. Was auch immer das bedeutet. Aber wenn ich 1 Kilometer länger fahre, ne? Ich glaube, das finde ich auch so nicht, oder? I don't know. Hauptstadt sind wir auf jeden Fall in der Nähe. Also Hauptstadt, sag ich hier, in der Stadt sind wir auf jeden Fall in der Nähe. Novagorsia. Finde ich Novagorsia. Ich habe hier Nova gefunden, aber nicht das Richtige. Das ist natürlich unfortunate. Was haben wir noch? Kopa. Ja gut, das sind schon 67 Kilometer, ne? Das ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile weg. Was steht denn da hinten auf dem Schild? Ja, das sind somit ja die besten Sachen, die mir am besten gefallen. Hier kriegst du einfach wirklich die besten Tipps. Hier sind so mal richtig große Schilder. Gib mal her. So, dann kommen wir nach... Ah, das ist die 40. Ja, weiß ich jetzt, wo die ist, ey. Lanina... Okay. Ich habe Sorge, dass wir wieder ganz woanders sind. Weil die E61 ist gar nicht so kurz. Das ist unfortunate. Doch hier. Guck mal, da haben wir Rakek, da haben wir auch Serkinischna. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche. Finde ich echt ein bisschen schwierig. Da haben wir aber Planina. Also dann sind wir ja schon in 300 Metern. 300 Meter können wir auf die 40. Ja. Dann 11 Kilometer entfernt. Hier. Würde ich jetzt vermuten. Ist hier was Wichtiges? Dann würde ich vermuten, dass wir hier sind, da würde ich einen Guess machen. Und wir waren sogar nur ein paar Meter weiter. Na gut, 1100 Meter weiter. Aber es ist vollkommen fein für mich. Fast 5000 Punkte, auch lustig. 4800 knapp. Gab auf jeden Fall gut Punkt. Und das hier jetzt als letzte Runde ist wahnsinnig bescheiden. Wir werden hier keinen großen Score rausgehen. Wir werden wahrscheinlich nicht mal eine Medaille jetzt mitnehmen. Scheiße. Das ist richtig unfortunate jetzt, weil das ist, glaube ich, einfach nur jemand, der halt seine Waldwanderung gefilmt hat. Das ist hart bescheiden. Ja, wir können natürlich jetzt ja auch schön nett durch den Wald laufen, aber boah. Ja, wir klicken in die... Wir können versuchen, ein bisschen Metagaming zu betreiben. Hier waren wir, da waren wir, entweder da oder da, ne? Ich klicke mal hier so. Das ist jetzt ja blöd. Oh, Geogesser, solche Strecken sowas rauszufiltern, ist wahrscheinlich unmöglich. Aber solche Strecken dürfen die eigentlich nicht anzeigen, weil wie willst du das denn erraten, Jo? Ich will so hier nicht den ganzen Wald durchforsten. Also wortwörtlich will ich halt nicht. Es sieht auch nicht danach aus, als ob das jetzt hier so ein... Also, ne, von irgendwo muss er ja angefangen haben. Aber sagen wir, der Typ hat die Kamera angemacht, als er, ne, logischerweise seinen Start hier in den Wald begonnen hat. Sprich, selbst am Start werden wir vielleicht nicht mal unbedingt, ne, Tipps finden. Was heißt, für mich ist das sinnloses Rumgeklicke. Wir machen einfach auf Guess, ich hoffe einfach natürlich. Und es war gar nicht so falsch. Nochmal 2400 Punkte mitbekommen. Das ist gut und hat auch noch für die Bronzemedaille gereicht. Das ist ziemlich lecker. Ja, das lief eher so semi-gut. Einmal gut getroffen, das andere war... Ja. Also Pech mit den Strecken, was wir da bekommen haben. Da war schwierig, irgendwie Tipps zu finden. Außer jetzt bei der einen Stadt hier, wo wir waren. Da habe ich es ein bisschen verkackt vielleicht, da oben. So, dennoch hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ich sehe euch dann hoffentlich bei der nächsten Folge von GeoGuessr wieder. Ne, habt einen schönen Tag und haut rein.